Space, Final Frontier. Wenn du mal genauer hinguckst, hier, ich zeige noch mal ein Detail. Ja, guck mal in die Kamera, so ein bisschen höher. Du selber siehst, guck dir mal hier die Seite, diese Dinger da an, was sind das? Ja, das sind diese Geschütze, die ich gerade sehe. Ja, und was sind das für Dinger? Hier ist eine einfache Bauschaufel von Lego verbaut. Ja. Und hier so eine einfache Antenne, die jeder kennt von früher auch noch. Ja. So ganz, ganz simple Sachen sind hier teilweise. Bisschen höher, bitte, ein bisschen höher. Entschuldigung. Ja, jetzt sehe ich das. Ganz interessant hier diese Schaufel, ne? Da ist einfach eine Schaufel dran. Im Gesamtbild siehst du die erst gar nicht, guckst du genauer hin. Stimmt, jetzt sehe ich die, ja, jetzt erkenne ich die, ja. Stimmt. Solche Sachen tauchen da auf. Ich habe das Paket ausgegeben und gedacht, hä, was wollte ich denn jetzt mit der Bauschaufel? Ich habe die noch nie schaufeln sehen im Film. Ja. Ja, nee, die wird dann hier so als Deko quasi mit den Kanonen da verwurstelt und dann ist gut. Ja, und halt dann passt das ins Bild wieder, ne? Genau. Mhm. Das ist verrückt. Ich habe früher als Kind unheimlich oft versucht, Science-Fiction war ich ja immer schon angetan. Mhm. Es gibt so eine Zeichentrick-Science-Fiction-Serie, wo gerade wieder derbe Gerüchte kursieren, dass es da einen Live-Action-Film von geben soll. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Captain Future. Ja, schon mal gehört, ja. Also die Gerüchteküche brodelt gerade wieder. Es tauchen gerade auch wieder Fan-Filme auf von der Komet-Durchflug. Ich habe früher als Kind immer versucht, die Komet nachzubauen. Ich bin immer gescheitert, weil ich das Krasse nie so hingekriegt, wie du es gerne hättest. Mhm. Aber diese Beschäftigung, sich damit beschäftigen, dieses Machen und Tun mit diesen kleinen Steinchen und seine eigene Fantasie, man hat ja nicht wirklich unbedingt ein Bild davor. Ja, also ich habe nie irgendwie ein Bild von der Komet gehabt und habe versucht, das danach nachzubauen, sondern immer aus dem Kopf. Das macht, glaube ich, auch unheimlich kreativ. Unter Umständen muss man mir nicht unbedingt anmerken, dass ich eine kleine kreative Ader habe, aber die ist auch wirklich nur ganz klein. Ja, ich finde das toll. AT-AT habe ich später auch. Sternzerstörer, da reichen die Bausteine irgendwann nicht mehr, ne? Nein, aber jetzt so ab und zu, ich habe nicht viel. Ich habe den X-Wing da oben noch stehen. Mhm. Das ist eine neuere Version davon. Da gab es früher schon mal einen, der noch älter ist. Mhm. Das ist schon eine neuere. Den normalen TIE Fighter habe ich da oben noch stehen. Dann habe ich noch so zwei, drei Mini-Sets. Ja, so einen kleinen Mini-Falken oder sonst irgendwas. Und ich habe immer gesucht, gibt es sowas nicht auch von Star Trek? Weil ich bin ja Multi-Space, Multi-Science-Fiction und ich habe nur jetzt zu dem Franchise der neuen Star Trek-Filme was gefunden, aber nicht von Lego. Lego hat die Lizenz einfach irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ja, und so ist das nun manchmal. Man fliegt auch mal raus. Also Lego, wir waren jetzt gerade bei Lego, hat keine Lizenzen für Star Trek, du wolltest ja Star Trek schon basteln, ne? Genau, und schon werde ich aus dem Spiel geschmissen. Als wenn die uns abhören, Mann. Ja. Die STO-NSA hat zugeschlagen. Genau. Weil ich mein Spiel abstürzen lassen. Ja. Ne, wunderbar. Auf jeden Fall gibt es aber Bausätze, nur wenige, von Creo. Klingt sehr ähnlich, hört auch mit dem O auf. Okay. Sieht auch eigentlich aus wie Lego, hat nur ein paar mehr Fertigbauteile, sag ich mal. Sie braucht nicht mehr Stein für Stein. Ja, Platte. Platte. Sondern da gibt es von der Lizenz der neuen Filme 2009 die Enterprise und auch irgendwie so einen alten Bird of Prey oder so, aber die finde ich hässlich. Aber die Enterprise, die hatte ich mir mal geholt. Ja, und sowas kann man sehr gut im Internet bestellen. Kriegt man notfalls auch Sachen aus dem Ausland, aber das gab es auch in Deutschland. Und das ist auch ganz nett. Die Figuren sehen ein bisschen komisch aus, aber nicht so ganz Lego. Kann ich ja auch mal aus dem Regal holen, wenn ich das interessiere. Ja, gerne. Ganz kurz. Ja. So, Kopfhörer auf wieder, genau. Zack, Oppo Glatze. So, hier fliegt er einmal durch, weil Sie Captain Kirk oben drauf sehen. Ja, ein bisschen höher. So, ja, ist fast wie Lego, ja. Ja, cool. Sieht ein bisschen anders aus und hat hinten noch ein Knöpfchen dran. Irgendwo, Moment, wie treffe ich das? Kommt sie jetzt überhaupt noch? Batterie noch drin? Kann man da sehen? Das Schiffchen. Ah, jetzt leuchten die da hinten. Ja, cool. Unten auch. Und das ist unterschiedlich. Ja, richtig geil. Das irgendwie drei Modi, das flackern sollen die auch irgendwann mal. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Okay. Ja, aber richtig toll. Richtig toll, ja. Man kann auch hier ein Torpedo abschießen. Okay. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so schnell. Ich zeige mal so und schieße Richtung Kamera. Ich schieße wahrscheinlich den Monitor kaputt. Oh. Ah, geil. Wenn jetzt noch Sounds dabei wären, naja, egal. Ja, so. Tschung. Ja. Man
man sieht schon, dass die Proportionen alle nicht so genau passen, weil Ja. wenn man die Figürchen auf die Brücke setzen wollte, ist auch noch eine Brücke drin, darf man auch nicht vergessen. Okay. Dann kann man den Deckel nicht mehr drauf machen. Ich mache den Deckel mal ab. Vorsichtig. So. Ja. Mit Beschriftung, klar. Ja, natürlich. Und hier drin hätten wir noch eine Brücke. Ja, so, da. Ja, jetzt sehe ich was Jetzt so ein bisschen. Screen kann man noch hochklappen dann und dann könnte man die Figürchen hier alle reinsetzen an die einzelnen Positionen. Und die sind dann ein bisschen Ja. größer auch, ne? Ja. Ja, die. Muss ich das ja hier. Wo ist es hier? Ich halte das nochmal rein. Ja. Höher. So, da. Ja, Guck mal. jetzt sehe ich was. Die Ja, sehen auch ein ja. bisschen anders aus. Man Ja. sieht, der gelbe ist Kirk, ne? Hier haben wir Ja. Mr. Vulkania dabei. Spocky. Und hier hinten so ein paar Mechaniker und so. Ja. Man kann hier in die Warp-Gondel reingucken. Ach, wie nett, So ja. kleiner Gag. Letztendlich habe ich hier den Doktor stehen, weil er hat diesen Tricorder dabei, den Scanner medizinischen. dabei. Hm? Naja, Geil, ja. ist einfach just for fun letztendlich, ne? Aus Spaß an der Hm? Freude. Monitor einklappen und zack, dann passt der Deckel auch wieder drauf und dann ist gut. Hm? Aber naja, ich sage mal, das ist mal was anderes als Lego selbst, ne? Ja, und das steht dann halt im Regal. Und Staub zu. wie so vieles, ne? Ich habe zum Beispiel auch Kelche aus Zinn, die stauben auch zu. Ja, manche Sachen, die möchte man einfach haben. Und wenn man sie hat, so, schön, ich hab sie, da sind sie, ich sehe sie immer wieder mal, ja, toll. Dann ist gut, ne? Genau so. Ich Ja, hatte nee. neulich flüchtig drüber nachgedacht, den X-Wing und den TIE Fighter nochmal wieder auseinander zu kloppen und dem auch in einem letzten Brick eine Ehre zu erweisen, aber das habe ich ganz schnell wieder sein gelassen, weil ich habe das Ding schon mal zusammengebaut. Und es jetzt nochmal zusammenzubauen, ist ja nicht mehr so ein ganz so schönes, erwartungsvolles Gefühl, sondern eher so, jetzt muss ich das wieder zusammenbauen, weil es kaputt ist. Ja, ich Das macht dann kenne nicht so das, ja. Spaß. Da kaufen wir lieber demnächst oder lass mir kaufen, irgendwann demnächst will irgendwas anderes. Mal gucken. Ja, klar. Aber ist schon toll. Also du bist halt sehr vielseitig, auch interessiert vielseitig, das ist schön. Und ja, was gibt's denn, was du nicht machen würdest? Tja, Gute Frage, nächste Frage, mich vor der Kamera ausziehen, weil ich bin absolut gegen aktive Sterbehilfe. Nein. Nein, nein, also nein. Wenn ich mich ausziehe, dann schreien gleich die Umweltschützer: Ah, rettet die Wale! Nein, aber nein, Quatsch. Blödsinn, Blödelei. Ja, Aber also vor der Kamera ausziehen und so, Schnickschnack. Nein. Ich muss ganz ehrlich mal sagen, so ich meine auch von Spielen her mäßig. So, gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh nee, das ist nicht meins? ja, ich sag mal so, ein Spiel, was ich gern spiele, oder ein Spiel, das ich spiele oder spielen möchte, das muss mich irgendwo reizen. Das muss irgendwo irgendwas haben, warum ich es spielen will. Ja. Einfach nur etwas zu spielen, weil irgendeiner sagt, das musst du spielen, Ist nicht, ne? finde ich ziemlich flach. Ich gucke mir das vielleicht mal irgendwann an, gucke mal, ob ich irgendwelche Gameplay-Videos irgendwo finde und sage, oh, ja, das ist interessant, das würde mich interessieren oder. Frage halt nach, womit ist das vergleichbar oder was für eine Art ist das? Ich muss irgendwo auch einen gewissen Spaß an dem Spiel haben, oder halt generelles Interesse. Und wenn das nicht da ist, brauche ich das nicht spielen. Ja, richtig. Weil Spielen ist für mich immer noch eine Freude. Auch wenn ich jetzt Let's Plays davon mache. Letztendlich mache ich die Let's Plays ja nicht einfach nur, weil mir einer sagt, ey, du musst das jetzt so machen, sondern weil ich das von mir möchte und sage, das probierst du mal aus. Das habe ich, also da sind wir mal bei einer Let's Player-Entstehungsgeschichte quasi. Damit bin ich nämlich letztes Jahr erst angefangen. Und Du zwar, ich stehst auch glaube, hinter dem Spiel quasi dann in dem Moment auch. ja, klar. Also wenn ich das Spiel gut finde oder meine, das ist sehenswert oder spielenswert, dann stehe ich auch da hinten natürlich dahinter. Also ich stehe eigentlich hinter allem, was ich mache, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Stimmt. Ja, manchmal stehe ich auch da vorne, dann sieht man mich. Oder ich blende mich ein, manchmal lasse ich mich auch raus, ganz am Kennst du Anfang. den einen Witz mit dem, wo einer dem Kumpel eine Frau vorstellt? Kennst du den? Da gibt es wahrscheinlich viele. Erzähl mal. Also, ja, jemand hat eine Frau geheiratet, gerade frisch, darf ich vorstellen, meine Frau. Nach 5 Jahren Ehe, kannst du dir vorstellen, meine Frau. Nach 10 Jahren Ehe, kannst du dich mal vor meine Frau stellen? Genau, ja, das ist natürlich nett. Nein, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Nein. Nee, aber
ich muss gestehen, ich bin irgendwann über Sachen online auch auf Let's Player gestoßen. So, ich habe schon, ich meine, ich habe schon ganz oft früher gesehen, dass Leute irgendwie Minecraft gezockt haben und Ja. dann das irgendwie aufgenommen haben, hat mich aber nicht interessiert. Ich habe Minecraft auch gespielt, aber das waren dann meist okay, die das so aufgenommen haben. Und ich hatte einfach Lust mehr so auch mit mehreren Leuten was zusammen zu machen. Die soziale Komponente ist auch für mich wichtig, ja, nicht immer nur einzeln für mich vorhin zu spielen, sondern auch mal mit anderen zusammen. So. Gut, dann war ich bei SDO und dann habe ich über SDO irgendwann mal Timeras kennengelernt. Timeras war der erste von Erzähl mal, wie war das den coolen kennenlernen? Sorten. Ja, ich habe ihm erstmal zugeguckt, wie andere auch. Da hat man mal seine Let's Plays angeguckt damals. Zu dem Zeitpunkt gab es da die Ratchet Radio Podcast noch gar nicht. Ich glaube, das war kurz bevor er angefangen hat mit Unter den Schwingen des Raptors, also wo er romulanische Missionen geflogen ist. Da habe ich ab und zu mal reingeguckt und habe gedacht, wie macht er das? Und da habe ich mal einfach mal angeschrieben und war, wie läuft denn das? Wie geht denn das so? Und dann hatte ich ruckzuck dann auch Forced Update auf dem Schirm. Ne? Weil da haben sie ja auch immer was gemacht, mit über Mails, über andere Spiele auch und sowas. Und dann habe ich den Suran darüber kennengelernt, habe dann Suran auch gefragt und waren immer hilfsbereit. Die haben immer Rede und Antwort gestanden zu jeder Ja. Frage, die man so hatte. Ne? Und sie hatten halt immer ein offenes Ohr. Auch mein Overlay, da hat mir Suran, also uns Suran, auch sehr geholfen, hat das hier gestaltet für uns und auch nochmal an der Stelle nochmal ein kleines Dankeschön in der Richtung nochmal. Aber ja, ist so, die sind wirklich sehr hilfsbereit und das finde ich toll. Das ist klasse. Und durch diese Hilfsbereitschaft, diese positive Art, die sie auch ausstrahlen. Also die Ja. sind, die wirken auch absolut positiv. Gut, die können ohne Punkt und Komma reden. Das ist natürlich eine Oh ja. Eigenschaft, die kann man sehr gut gebrauchen. Manchmal finde ich auch, dann erschrickt man sich über eine Stille, die plötzlich auftaucht und sagt, hä? Was ist jetzt los? Hier redet keiner mehr. Ist das Stream kaputt oder was ist da los? Genau, man guckt sofort, ist der Stream stehen geblieben? Nee, die holen gerade mal Luft. Genau. Nein, egal. Das machen die schon sehr gut. Ne? Ja. Wie gesagt, die sind immer hilfsbereit. Und da habe ich gesagt, das könnte mir auch Spaß machen. Jetzt habe ich überlegt, finanziell bist du nicht so gut bestückt. Guck mal zu, was kannst du mit deinen vorhandenen Mitteln erreichen und machen und tun. Und das, was ich jetzt mache und so, ist da bislang raus entstanden. Und das ist, denke ich, schon, ja, kann man sich ansehen. Also mittlerweile habe ich auch fast 60, muss ich sagen, fast 60 Abonnenten auf YouTube. Hätte ich nicht Toll. gedacht, dass ich so viel erreichen würde. Und die Livestreams habe ich neulich auch mal so einen kleinen persönlichen Rekord von mir geknackt. Da waren es auch über 30 Leute, die zugeschaut haben. Ist leider nicht der Regelfall. Meistens sind es so um die 10, 10, 15 vielleicht. Was, wo man aber schon mitarbeiten kann, sage ich mal. Das ist das, Ja, was Spaß macht, natürlich. wo man sagt, es gibt Leute, die interessiert das. Und wenn man mal nicht pünktlich kommt, wird man gefragt, ah, wann kommst du, wo bist du? Also Ja, da ja, ja. ist ein Interesse da, ne? Das Kenne ist ich. dann, also alles heraus aus dem Gedanken entstanden, kann ich das auch? Ja, ich will das mal ausprobieren. Kann ich das auch? Ich meine, ich bin ja ein relativ, unter deren gleichen, bin ich ja ein relativ betagter Let's Player. Da gibt es auch nicht so viele von, die so mit 40 Jahren oder mit 39 war ich da zu dem Zeitpunkt noch, anfangen, jetzt Let's Plays aufzunehmen. Und dann ist natürlich die Frage, die Hauptzuschauerschaft, das sind meistens Teenies oder gerade dem Teenie in Alter entwachsene, junge Erwachsene. Das ist so die Kerngruppe, die sowas schaut. Ja, Ich bin ja meistens. 36, bei Ja, 37. das sind aber schon noch mehr oder weniger Ausnahmen, die älteren Semester. Ja. Ja? Sind wir ja, wir sind ja schon quasi Silver Gamer. Aber das wächst raus, das wächst raus. Also mittlerweile, auch im Bericht in der Gamescom habe ich heute wirklich mit einem auch mitgekriegt, die Gamer gibt es mittlerweile in allen Altersschichten, auch 50 plus. Also da Ja, gibt es ja. immer mehr Spiele gespielt. Guck mal, guck doch mal. Es hat doch zu unserer Zeit ist das alles so ein bisschen mehr aufgekommen. Ja, ich bin gut auch so ein bisschen mit Amiga und solchen Konsorten groß geworden. Ne? 19, ich bin ja 79er Jahrgang. Da kam das langsam auf und dann PC, Personal Computer. Das kam ja alles so in den 90ern alles auf. Erst. Windows 3.11. Erinnern wir uns ja noch dran. Naja, ich bin damals mit dem C64 gestartet, Datasette. Diese, ja. Das war Ne? schon Solche cool. Sachen, so, wo man noch die Disketten immer nachschieben musste. Oh ja, oh ja. Ne? Da haben wir ja noch gute Erinnerungen Ja, genau. Also erstmal Kassette, das war schon geil. Also mit der dran. hast du sonst deine Musik aus dem Radio aufgenommen? Ja, Macht man ja genau. heute auch nicht mehr. Absolut nicht, ne. Ja, verrückt.
gibt's auch so, oh, da gibt's auch schöne Grafiken, wo die Kassette quasi wo so eine Kassette abgebildet ist mit dem Darth Vader-Kostüm und zu einem USB-Stick sagt, ich bin dein Vater. Ja. Das ist schon geil. Ja, das ist Naja, gut, das ist geil. Ja, auf jeden naja, Fall. gut. Also alleine aus dem Drang herauszufinden, ob ich das kann und letztendlich eben auch mit unter Drängen muss man ja sagen, ein Hobby zu finden irgendwo, irgendwas zu machen, was Spaß macht und wo andere Leute dir auch mal ein bisschen Feedback geben, dass man nicht so vor sich hin prödelt oder so. Ne? Ich habe, weiß ich nicht, also das war für mich der erste Anreiz und dann habe ich halt geguckt, die haben alle von Bandicam geschwärmt, gut, das kostet 30 Euro, ich wollte jetzt mal kein Geld ausgeben, aber diese alte Software, die nicht mehr unterstützt wird, Fraps heißt sie, glaube ich, Und OBS ist eigentlich auch umsonst. ja, das kam dann später erst, das wurde dann erst interessant, wo es darum ging, um live zu streamen, ne? Also ich bin angefangen mit ganz normalen Let's Plays und da habe ich mir dann halt zum Beispiel den Loilo Game Recorder aus dem Okay. Netz gefischt, den kannten die bis dann noch gar nicht, also den habe ich neulich ihr Sucher noch mal erzählt, dass ich den benutzt habe, wenn du keine Webcam-Aufnahmen machen willst dabei, einfach nur das Spiel abfilmen und da reinquatschen willst. Loilo Game Recorder macht dir sofort astreine Videos ohne Macken, also total easy und probiert die auch gleich. Also astrein, super einfaches Tool, funktioniert, hat für mich funktioniert. Und dann später halt gut OBS, ne? Open Broadcaster Software, wird Wie im auch Moment auch nutze, nicht ja. weiterentwickelt, da sind die dabei, die nächste Version zu bauen. Das heißt, dieser Stand, der jetzt da ist, der bleibt. Ja, Und dann gibt es bloß eine ich neue frage Version. mich, ob das dann auch Auswirkungen hat auf das alte System. Ne? Dann, wenn was Neues rauskommt, das ist Ja, immer so es ist eine eine Frage. Open-Source-Geschichte, das ist ja nicht so nicht ganz so wie bei Firmen, die dann halt immer weiter irgendwie aufstocken, gewisse Sachen mit runterfließen lassen. Da haben die, glaube ich, gar nicht die Manpower für. Aber soweit ich das weiß, steht das jetzt still auf dem Stand. Das ist der Stable Release. Und danach kommt jetzt demnächst irgendwann die neue Hauptversionsnummer. Ich persönlich habe jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, wo ich halt von Twitch auf Hitbox gewechselt bin, meinen Zuschauern zuliebe, auch wenn manche sagen, was soll das denn? Ich habe dich doch jetzt schon gefollowt auf Twitch. Ja, was nützt dir das denn, wenn du da meine Streams immer siehst und da dann immer Ruckel-TV läuft? Dass da immer das Kringelbalken kommt und du kannst gar nichts auf gucken. Und bei Hitbox läuft das stabil durch. Ich habe keine verlorenen Frames, nix. Und mit denselben Einstellungen wie bei, oder sogar mit besseren Einstellungen als bei Twitch. Und ich habe dann auch diese Verzögerung da nicht hinter. Ja, also mein Stream läuft dann, ich sag mal, maximal, also wenn es ganz schlecht läuft, 10 Sekunden hinterher. Ja, und meistens sind es eben so 2, 3 Sekunden Versatz. Das heißt, du kannst auch direkt mit dem Publikum viel direkter interagieren. Du musst nicht immer sagen, ja, Moment, die haben ja diese 30 Sekunden Versatz. So wie heute bei Ratchet Ready Podcast wieder. Also da hat Hitbox irgendwie an Stabilität ein Plus irgendwo. Deshalb ist Anoholic TV ja auch dort zu finden. Die sind ja auch von Twitch weggegangen, weil sie da eigentlich nur dieses Ruckel-TV hatten. Ja, aber so ist das nach und nach entstanden. Immer ein Schrittchen weiter. Kann ich das auch? Kann ich dies? Kann ich jenes? Ja, und gut, mittlerweile habe ich ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, nicht allzu viel, aber ein bisschen, weil meine Videoschnittsoftware ständig abgestürzt ist auf Windows 8.1, habe ich mir halt die aktuelle Version von dem Magix geholt. Den hat Anu mir empfohlen. Der ist super einfach zu bedienen, der läuft stabil, der stürzt nur ganz, ganz selten ab. So für einfache Hobbygeschichten einfach top. Also das ist klasse, das muss schnell gehen, weil ich habe nicht viel Zeit. Ja, was machst du denn beruflich, wenn ich mal fragen Ich bin Softwareentwickler, Oh, okay. aber für Web. Na, Ja. Webentwickler quasi. Und bei welcher, darf ich auch fragen, bei welcher Firma, ohne jetzt. Jetzt kommt die Überraschung. Nicht bei einer Agentur, sondern Okay. bei einem Versandhandelsunternehmen. Da kann man Musik kaufen, da kann man Filme kaufen. Heißt aber nicht Mediamarkt, Nein, das ist ja eigentlich eine Kette, die halt auch online verkauft. Nein, ich bin bei JPC Schallplatten. Kennst du das? nein. Nee, okay. www.jpc.de. Wir haben Aha. Ende Juni haben wir einen kompletten Relaunch gemacht auf Responsive Web Design. Das heißt, du kannst ja jetzt auch locker mit dem Handy oder mit dem Tablet sauber durch den Shop navigieren etc. pp. Schön. Das war so das letzte Großprojekt. Jetzt mache ich wieder interne Software. Ja, es gibt ja auch Berufe, die da kann man ja von zu Hause aus so ein bisschen mehr machen, aber du bist dann auch richtig im Büro und hast nicht gesehen und kommst dann abends nach Hause erschöpft und Frau wartet mit Essen. Ja, nein. Also ich hab einen Vollzeitjob, 5 Tage Woche.
Ja, natürlich. Aber geregelte Welt, also bessere Verhältnisse als in der Agentur. Ja, und kommen dann halt später nach Hause. Gucken, natürlich ist man kaputt, ne? Das ist logisch. Und Und dann dann. hast du aber immer noch Energie für deine Let's Plays und alles. Das ist Ja, toll. die muss man sich dann irgendwie herstellen, so gut wie es geht. Also, wenn man jetzt einen festen Termin hat, ich muss ja gestehen, dieses SDO-Kniewend ist jetzt das erste Ding, was wirklich einen festen Termin hat. Ansonsten habe ich halt immer geschrieben, am wahrscheinlichsten auf dem Freitagabend, weil da für mich am ehesten Zeit war und da hatte ich auch mehr Platz nach hinten raus, weil ich Samstag ja nicht so ganz früh raus muss. Ne, dann, aber gut, ich musste immer mit aufstehen oder meistens mit aufstehen, wenn der Junior aufsteht. Er war bislang immer sehr früh Aufsteher. Okay, ja, das ändert sich aber, glaube ich, auch. Das Verbessert sich ändert sich. gerade ein wenig. Nach dem Motto, oh, lass mich doch noch mal ein bisschen liegen und so. Ich kenne das. Ja, nur jetzt in letzter Zeit hat es sich am Freitagabend irgendwie nicht ergeben und nach diesem längeren Break war der Montag sehr interessant, wollte ich mal ausprobieren. Wie funktioniert das auf Montag? Einige haben erst gestöhnt, ich muss am nächsten Tag arbeiten. Ich sage ja du, hier 20:30 bis 21:30 ist angesetzt. Vielleicht mach bis 10, also bis 10 Uhr klappt wohl meist. Das ist eigentlich nicht das Problem. Um Ist 10 also. gehen sowieso dann meistens auch die, die arbeiten müssen, früh morgens raus müssen ins Bett Ja, also 10, halb 11 ist eigentlich so die Zeit, wo man dann schlafen geht. Es sei denn, man dann. hat Frühschicht. Okay, das ist natürlich blöder. Aber man kann es ja Ja. nicht einrichten, man. Das haut einfach nicht hin. Nee. Letztendlich gibt es dann ja irgendwann noch die Konserve. Die meisten stehen ja auf diese Livestreams, auf diese Mitmach-Livestreams, weil sie dann auch mal im Bild sind oder sich mal präsentieren können oder halt auch mal den Namen genannt werden und so. Das ist immer so ein gewisser Anreiz, ne? Diese 15 Minutes of Fame, sagt man ja immer. Ja, ich mache ja die, ich mache ja für meine Sachen eigentlich auch immer mal wieder gerne, vielleicht für Kirbel oder so, ne? Mache ich ja auch immer meine Streams. Demnächst kommt jetzt auch hinzu wieder Star Wars Online. Da haben wir eine Gilde gegründet, GCC, Sys Command. Kommt jetzt am 8.8. werde ich darüber was berichten. Also ja, also macht man auch, weil das Publikum, das will mit interagieren, das stimmt. Habe ich Ach, da festgestellt. fällt mir auch gerade wieder ein Gimmick zu ein. Da habe ich neulich wieder ein schönes Ah. Bild gesehen. Das würde ich mal versuchen, in Audio zu, in Sprache zu verfassen. Ein Mann steht am Grill, dreht seine Würstchen und hält mit der Grillzange eine Wurst hoch. Oh, hier habe ich eine Wurst fertig, aber leider hat es eine dunkle Seite. Und dann steht er im Hintergrund. Die nehme ich. Geil. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja. Nee, aber richtig geil. Auf jeden Fall. Naja, aber ja, ist halt so. Man kann es wirklich nicht jedem recht machen. Man kann nur halt versuchen, wirklich zu gucken, ja, wo kann ich was machen, wie kann ich was machen, wie kann ich das am besten machen. Ja, Was mehr ich geht ja nicht. übrigens, noch sehr, sehr spannend finde, wie ich, wo ich auch absolut total per Zufall jetzt reingerutscht bin, ist diese SDO Columbia-Serie. Ja, was Bambi und so machen. Ja, ich, gut, irgendwie bin ich mit denen in Kontakt gekommen. Ich war im Juni auch mal zu Besuch bei Bambi auf so einem Löschteichfest, quasi ein Dorffest bei ihm und habe dann auch bei ihm genächtigt und haben wir ein bisschen gequatscht, sofern es möglich war und sowas. Also wir verstehen uns gut. Schön. Das war aber schon nachdem er irgendwie Fan von meiner Stimme oder was geworden ist. Ich habe keine Ahnung, wie, wieso, weshalb, warum. Ich habe irgendwann mal aus Jux und Dollerei für ihn was gesprochen. Weil er hatte Ja. wohl irgendwie Not am Mann. Und er war dann sofort begeistert, weil ich dann wohl nicht einfach nur den Text ablese, sondern weil ich versuche, mit der Sprache das zu spielen wahrscheinlich. Ne? Das hat ihn wahrscheinlich begeistert an. Keine Ahnung. Muss ihn vielleicht mal selbst mal fragen. Okay, ja. Aber irgendwie findet er das toll. Und dann habe ich einfach mal aus Spaß mitgemacht bei diesem. Also ich hab ihm das quasi auch jetzt ins Ohr gesäuselt, quasi mit dem CS, DSS. Wir haben uns irgendwann mal im TS getroffen und Okay. rumgeflaxt und habe gesagt, ja, wenn du doch Synchronsprecher brauchst, dann mach doch mal den Dieter Bohlen, dann mach doch einfach mal so eine Art Casting oder so. Ne? Daraus hat sich das dann weiterentwickelt und dann hat Soran das mitgekriegt, ja, da mache ich was draus, da mache ich was draus. Ne? Ich sag gut, leg mal los. Dann habe ich gesagt, gut, ich mach mal mit, ne? Lass mich casten. Die zweite Sendung habe ich leider nicht geschafft. Die war auch sehr, irgendwie sehr kurzfristig angesetzt, hatte ich dann keine Zeit, Ja, aber aber die du warst ja trotzdem war sowieso schon drin, also von eine. daher Ich passte das. habe den Joker, ich habe den Bambi-Joker gezogen. Bambi Ja. hat sich für mich stark gemacht. Entschuldigung. Und somit war ich auch in
einer Folge oder in zwei Folgen mittlerweile zu hören. Und auch in Folge 6, wenn ich mich nicht richtig. Ja, in Folge 6 war ich jetzt auch drin und Lieutenant oder Fähnrich Gates ist das, glaube ich, die Rolle. Ja, okay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, soll ich die auch noch eine Weile länger sprechen. Schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wobei ich mich erschrocken hatte, der wird ja zum Ende der Folge umgeballert, ne? Aber er wurde nicht aufgelöst vom Disruptor. Also gibt es noch eine Chance, dass er wiederbelebt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er auch nur angeschossen und betäubt. Ach ja, war ja nicht so schlimm. War nur ein Kratzer, Fleischbrühe. Ja. Keine Ahnung. Weil die anderen sind ja von diesen Plasmawaffen aufgelöst worden. Also ja, teilweise. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich warte ja schon sehnsüchtig auf das nächste Drehbuch, um mich da wieder einzugeben. Mhm. Diese Geschichte und auch dieser Kontakt mit der Community hat mir dann wiederum eine andere Sprechrolle noch eingebracht. Mhm. Es gibt ja den M98A, hast du vielleicht schon mal gesehen. Der taucht auch bei Retro Radio öfters auf und sowas. Und der macht ja auch wieder tolle Sachen. Der hat ja das erste Retro-Spiel programmiert quasi. Ja, M98A, ja, jetzt sagt er mir was, ja. Musste bei Suran mal auf dem Kanal gucken, der hat dann Let's Play zugemacht. Das war nicht lang, das war auch nichts Umwerfendes von der Grafik oder so, aber da war auch schon wieder Spielwitz drin und das ist einfach gut angekommen. Das ist einfach lustig, ne? Von der Community, für die Community, ganz witzig. Und der bastelt gerade am zweiten Teil von dem Spiel. Okay. Was wohl ein bisschen aufwendiger, ein bisschen größer, ein bisschen mehr und so sein soll und da habe ich dann auch eine Sprechrolle gekriegt. Schön. Der war auch gleich mit meinen ersten Aufnahmen sofort begeistert. Ja. Faszinierend. Verstehe ich gar nicht. Ja. Ich persönlich bin eher so ein Typ, der stellt sein Licht unter den Scheffel. Also ich auch. Mit Lob kann ich kaum was anfangen. Also ich weiß noch, B-Mac macht ja auch so eine Serie jetzt, ne? Hast du davon schon gehört? Und SDO Intrepid. Ja, genau. Und da habe ich jetzt eine Gastrolle erstmal nur gekriegt. Aber ja, warum nicht? Bin ich mal gespannt, wie es wird, wie das Drehbuch ist, ob ich mich da gut reinfinden kann, ob weiß ich nicht, ob es da, worauf ich da achten muss, wie ich sprechen muss, bin ich mal gespannt, ob es da eine gewisse Anweisung zu gibt oder nicht so ganz, bin ich auf jeden Fall mal, ja, freue ich mich schon drauf, richtig. Ich bin auch angefragt worden und habe auch zugestimmt, ich bin auch gespannt, was da... Hast du eine feste oder eine Gastrolle? Also, Ich weiß nicht, die haben irgendwas geschrieben, zack, da hast du eine Rolle, scheint wohl eine feste Rolle zu sein, keine Ahnung. Das überrascht, ich warte aufs Drehbuch noch, also gucken, was da kommt. Wenn das jetzt deine erste Sprechrolle ist, Synchronsprechrolle an der Stelle, ich persönlich bin ja nicht viel weiter als du, ich habe so zwei, dreimal was gesprochen und das war's. Ich für meinen Teil hab nur festgestellt, du sollst da was machen. Es wird meistens im Drehbuch, wenn es ein halbes ordentliches Drehbuch ist, reingeschrieben, in welcher Situation sich das Ganze ungefähr gerade befindet. Und dann musst damit du man sich Teil reinfinden denken. Kann auch, ja. Ja, das ist aber meistens nicht so detailliert, weil der Schreiberling, der hat sich natürlich erstmal, der hat seinen Plan im Kopf, der das schreibt. Ja, genau. Der hat so die ganze Stimmung und der weiß ganz genau, was er will. Und kann es aber wahrscheinlich auch nicht als Regieanweisung da konkret reinschreiben. Du musst selber versuchen, das Ding mit Leben zu füllen. Und interessant, was du vielleicht mal ausprobieren solltest, ist dann, ich benutze dann aufnehmen Outer City, ne? Ganz normal, kannst auch mehrere Spuren aufnehmen und muten und so. Ich stelle mir verschiedene Sachen dabei vor und spreche dann verschiedene Sachen ein und entscheide mich dann später für zwei, drei davon, die ich dann auch abgebe. Damit ich eine gewisse vorausgewählte Auswahl an den Besteller, so nenne ich es jetzt mal, zurückliefere, der dann selber entscheiden kann, was ihm davon am besten gefällt. Ne? Also ausprobieren. Beim ersten Mal, es klappt meistens nicht auf Anhieb. Ja, ist klar. Dann, Fastbild und scheiße, wieder neuer Text. Nochmal von vorne und so. Und, ich kenne das. Und wichtig ist, für jede Szene, die du einsprichst, also du musst versuchen, jetzt den ganzen Text, wer weiß, wie lang der ist, hintereinander wegzusprechen, sondern wenn es einzelne Sätze sind und dazwischen andere widersprechen, dann nimm auch wirklich nur die einzelnen Sätze auf und mach dir genau den Text, den du jetzt sprechen willst, den hab vor Augen. Und auf den konzentriere dich. Und den lernst du am besten quasi auch auswendig. Oder du kannst wirklich super ablesen, dass du dann auch gleich, weil du musst damit diesen Text frei sprechen können und damit du da auch Emotionen mit reinlegen kannst. Oder ein gewisses Spiel. Ja, klar. Du agierst jetzt nicht mit dem ganzen Körper und zappelst hin und her, so wie richtige Schauspieler, aber du musst trotzdem
der Situation entsprechend irgendwie, oh, jetzt ist hier Alarmsituation, oh mein Gott, ja, die Schilde funktionieren nicht und sowas, ne? Die Scanner funktionieren nicht, so in der Richtung. Ja, das, so, versuch es nicht künstlich irgendwie hinzukriegen, sondern versuch es mal, wie würdest du das jetzt rüberbringen, wenn du in so einer Situation wärst, das musst du dir vorstellen, das heißt, du musst den eigenen Film im Kopf dabei machen. Dann klappt das auch ganz gut. Das ist so mein Vorgehen an der Stelle. Cool, also schönen Tipp auch für auch zukünftige Synchronsprecher sozusagen. Ich bin kein Fachmann, ich habe das erst seit kurzem mache ich das, aber das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und die sind bislang gut angekommen. Also kann es ja so verdammt schlecht nicht sein. Nö. Gib halt auch gerne weiter. Gerne, super. Ja, also du machst vieles, das kann man schon mal festhalten, also nicht nur dein Knie-Event, du machst bist hier und dort auch. Und das ist nicht Knie-Event, das heißt Knie-Event, weil Knie-Event, in Knie ist das eh ja schon mit drin. Ha, ist ja ein Wortspiel. Genau, Knie-Event und einige andere Sachen auch und ich fand unsere Unterhaltung jetzt hier an der Stelle sehr schön heute. Ich danke dir fürs Kommen in meinem Studio, in meinem kleinen hier. Und wenn es wieder auch was Neues gibt, bist du immer wieder recht herzlich willkommen in meiner Show. Dann reden wir auch gerne über deine neuen Sachen, die du da hast. Ja, und an dieser Stelle sagen wir an die Zuschauer, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich sage nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, und bitte. Tschüss.